Hallo zu Vlog Nummer 3 in dieser Woche. Es ist Donnerstag, Donnerstagabend, schon ziemlich später Abend. Ich bin vor kurzem aus Potsdam zurück nach Frankfurt gekommen und dachte mir, bevor ich mich jetzt an ein paar E-Mails und Dokumente setze, zeichne ich noch fix den Vlog auf, damit ihr eine Chance habt, einigermaßen tagesaktuell informiert zu werden, was denn heute passiert ist. Gestern ging es schwerpunktmäßig um die Kreisgebietsreform bei der Innenarbeitskreisklausur und heute ging es um Haushalt und Finanzen. Das ist ja das Thema, für das ich in unserer Landtagsfraktion zuständig bin und in dem Ausschuss bin ich auch. Der Ausschuss hat heute getagt, der Haushalts- und Finanzausschuss, mit ganzen 21 Tagesordnungspunkten. Um 9 Uhr haben wir begonnen mit einer Vorbesprechung, 10 Uhr ging der Ausschuss los und um 17 Uhr circa war er zu Ende. Also eine ziemlich vollgepackte Sitzung war das, mit ganz, ganz vielen Themen, die ich gar nicht alle auflisten will. Ich will zu Beginn vielleicht sagen, weil manche denken, oh, Haushalt und Finanzen ist ja langweilig. Ich finde, das Spannende an diesem Thema ist, dass es quasi alles umfasst, weil alles hat am Ende mit Geld zu tun und der Frage, wie es finanziert wird. Und deswegen kriegt man über dieses Themenfeld einen sehr guten Gesamtüberblick über alle Dinge, die so passieren in den verschiedenen Einzelthemenfeldern. Also während ich vorher für Sozialpolitik zuständig war und da auf dieses Fachgebiet konzentriert war, hat man jetzt als Haushälter, als Finanzverantwortlicher viel besser noch einen Überblick über alle Dinge, die so passieren in verschiedenen Arbeitsbereichen. Ich finde das persönlich ziemlich spannend und man kann auch ziemlich viel entscheiden, weil letztlich geht halt alles immer auch ums Geld. Und bei der heutigen Sitzung ist aber was anderes passiert, über das ich berichten will, weil es was mit so ein bisschen Grundsätzen von politischer Arbeit zu tun hat und auch ein bisschen mit Vorurteilen, die es so gibt in der Politik, also gegenüber der Politik. Und zwar hat heute im Ausschuss unter anderem eine Anhörung stattgefunden. Anhörungen machen wir sehr regelmäßig. Das ist dann so, wenn ein Gesetzentwurf vorliegt oder wenn es ein Problem zu lösen gibt, ein sehr schwerwiegendes oder ein wichtiges Thema zu besprechen ist, dann machen die Ausschüsse des Landtages ganz oft Anhörungen. Da werden dann Experten eingeladen, Wissenschaftler, Verbände, Leute, die mit dem Thema einfach sehr, sehr viel zu tun haben und sich da sehr gut auskennen. Und die werden befragt dazu. Die können dann ihre Meinung sagen und ja, uns Empfehlungen geben. Und es gibt ja ganz oft das Vorurteil gegenüber der Politik, dass Experten, dass Wissenschaftler zu wenig einbezogen werden und so. Und das ist nicht meine Erfahrung, sage ich ganz ehrlich. Im Landtag finden ständig diese Anhörungen statt zu allen wesentlichen Themen und immer werden Experten da einbezogen. Aber mir fällt auch auf, und das war heute auch wieder so, dass dieser Glaube, das sei nun das Allheilmittel, so auch nicht funktioniert. Heute gab es 5 Anzuhörende zum Beispiel. Es ging um Versorgungsrücklagen, um Pensionsrücklagen, also um die Frage, wie sorgen wir dafür, dass zukünftig wir die wachsenden Pensionslasten des Landes auch noch tragen können. Wir hatten 5 Anzuhörende und die 5 Anzuhörenden hatten bis auf einen Punkt ansonsten nur unterschiedliche Auffassungen. Also da hat dann Experte 1 gesagt, ihr müsst genau das tun, dann wird es besser. Dann sagt der Experte 2, nein, ihr müsst genau das Gegenteil tun. Und Nummer 3 sagt, ey, ihr habt gar nicht daran gedacht, dass man das hier tun muss. Was erzählt ihr denn da? Und das hier ist unser Vorschlag. Und dann 4, 5, so geht's weiter. Das ist ganz oft so bei Anhörungen, dass dann eben auch die Wissenschaftler sehr unterschiedliche, aber wissenschaftlich begründete, gut argumentierte Auffassungen dazu haben, was die Lösung ist. Ist mir wichtig, das mal mitzugeben. Erstens wegen dem Vorurteil, dass Experten zu wenig einbezogen werden und zweitens wegen dem Glauben, dass das das Allheilmittel sei. Letztlich muss mit einem moralischen Kompass, mit der Frage, was ist finanzierbar, wenn nicht alles Wünschenswerte ist eben dann auch finanzierbar, entschieden werden. Es muss geguckt werden, was kommt denn bei den Menschen überhaupt gut an, was wollen denn die Bürgerinnen und Bürger. Wir hatten zum Beispiel mal eine Situation in einem anderen Gremium, da hat mir ein Experte gesagt, also eigentlich müssten die Mieten erhöht werden, die Strompreise erhöht werden. Und da hat dann die Politik gesagt, nee, das können wir nicht machen, die Belastungen sind so schon sehr hoch, da müssen wir eher etwas dagegen tun. Was ich sagen will ist, Expertenrat ist immer das eine und der ist wichtig und die müssen auch immer einbezogen und angehört werden und wir haben auch heute sehr viele Anregungen bekommen, aber es ist nicht die Lösung dann am Ende. Das ist nicht das Allheilmittel. Letztlich muss politisch entschieden werden, muss mit Mehrheiten entschieden werden, muss nach finanziellen Gesichtspunkten, nach moralischen Gesichtspunkten, nach dem politischen Kompass, also welche Schwerpunkte man setzt, wie, also zum Beispiel nach dem sozialen Schwerpunkt, muss dann entschieden werden, was richtig ist und was nicht richtig ist. Ich bin schon viel zu lange, deswegen nur noch ganz kurz, damit ihr einfach mal so einen Überblick bekommt, was wurde denn bei so einer Ausschusssitzung alles besprochen. Wir hatten also 21 Tagesordnungspunkte, Pensionsrücklagen war ein Punkt, es ging um die Investitionsbank, um die Übertragung von Gewässerflächen an Kommunen,
um die Rücklagenentwicklung, um die Tarifverhandlungen mit dem öffentlichen Dienst, um die Einspareffekte einer möglichen Verwaltungsstrukturreform. Es ging um die Abgeltungssteuer, die Grunderwerbsteuer. Es ging um die Altanschließerproblematik, um das Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung, um die finanziellen Konsequenzen aus der Verschiebung des Eröffnungstermins vom BER. Ich habe die Tagesordnung hier, falls euch wundert, warum ich jetzt hier nach unten gucke. Es ging aber auch um paralympische und olympische Spitzensportlerinnen, die eine Perspektive im Landesdienst bekommen sollen, damit sie eine Chance haben, nach der Sportlerkarriere auch einen Beruf auszuüben, eine Ausbildung vorher zu machen oder parallel zum Sport zu machen, damit sie also nach dem Sport nicht in so ein Loch fallen. Auch eine ganz spannende Sache. Ja, und noch einige andere Themen. Nur damit ihr mal einen Überblick habt, was so alles besprochen wird. Morgen startet der Tag mit einer Beratung zu dem Ausschuss, den ich in Frankfurt leite, der Stadtentwicklungsausschuss. Stadtentwicklung, Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Umwelt heißt er. Und da bin ich der Vorsitzende und morgen wird die Tagesordnung festgelegt. Und da spreche ich mit dem zuständigen Bereich der Verwaltung und dann legen wir die Tagesordnung fest. Damit wird der Tag beginnen. Über alles Weitere werdet ihr dann wieder auf Facebook informiert. Ja, wenn ihr Fragen habt, fragt euch in den Kommentaren, vielleicht zu den ein oder anderen Thema, das ich angesprochen habe, oder wie ihr das auch vielleicht seht mit dem Expertenrat und wie da eure Erfahrungen sind, falls ihr da auch welche gemacht habt. Das würde mich interessieren. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.